Die Bauforum 24 TV Barmer Specials werden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Themen Specials. Die HC-Baureihe ist Liebherrs Antwort, wenn hohe Traglasten, Hakenhöhen und Ausladungen gefordert sind. Auf der Bauma zeigten die Biberacher Kranbauer den 1250 HC50. Hans-Martin Frech ist Marketingleiter im Liebherr-Werk Biberach. Bauforum 24 TV sprach mit ihm über den Obendreher. Ja, Sie sehen hier unseren Großkran 1250 HC 50 Tonnen. Der Kran hat einen Turm mit 4x4 Meter. Der Kran hat eine maximale Traglast mit 50 Tonnen, geht auf eine Hakenhöhe von 79 Meter freistehend und hat eine Auslegerlänge von 81 Metern und an der Spitze trägt dieser Kran noch 12 Tonnen bei einer Ausladung von 81 Metern. Der Kran wird eingesetzt in Kraftwerksbauten, bei Staudämmen oder in Schiffswerften. Kranne in dieser Größe sind eine Art Mischung aus Einzelstück und Serie, weil Kranne in dieser Größe werden immer auf Kundenanforderungen produziert und wirklich genau auf den Einsatz abgestimmt. Ja, Frequenzumrichtersteuerung ist unsere Hightech-Steuerung. Wir packen hier SPS-Module und Frequenzumrichterantriebe rein. Das heißt, wir können auch mit diesem Großkran äußerst feinfühlig heben und senken. Das ist sehr wichtig, wenn Sie so einen Kran einsetzen, zum Beispiel in einer Schiffswerft, zum Versetzen von großen Stahlteilen. Wir haben uns natürlich Gedanken über den Aufbau gemacht. Sie sehen, der Turm ist bolzbar. Das heißt, wir können den Turm in sehr kleine, kompakte Einheiten zerlegen, sowie das ganze Oberteil. Die Auslegersegmente sind ja gestückelt. Und wir haben so relativ kleine, kompakte Transporteinheiten. Die Montage erfolgt dann natürlich vor Ort über ein ganzes Montageteam, die so einen Großkran je nach Höhe, Ausladung dann aufbauen. Der Aufbau dieses Krans in der Konstellation hier dauert ca. 3 bis 4 Wochen. Allerdings muss man natürlich sagen, ein Messekran wird sehr sorgfältig aufgebaut und da legen wir natürlich noch einen ganz, ganz großen Wert drauf. Wir sind immer noch am Stand von Liebherr, Bereich Turmdrehkrane. Jetzt haben wir einen Untendreher, den 81K. Ja, der 81K ist eine absolute Neuentwicklung, ist unser Highlight an der diesjährigen Messe. Wir haben den Kran komplett neu aufgelegt. Sie sehen ein neues Design und wir platzieren diesen Kran in eine neue Leistungsklasse. Wieso? Wir haben die Traglasten komplett erhöht. Er hat bei 45 Meter eine Spitzentraglast von 1400 Kilo. Und wir haben erstmals bei einem Schnelleinsatzkran den reinen Zweistrangbetrieb einfließen lassen. Dieses ist eine Technologie, die wir bisher bei unseren Obendrehern haben und haben uns natürlich gesagt, lass uns diese Technologie auch bei einem Schnelleinsatzkran einfließen. Das heißt, sie haben permanent maximale Umschlagleistung bei jeder zuständigen Last. Umscheren, wir sind etwas provokant, sagen wir ja, umscheren war gestern. Sie haben permanent volle Leistung mit diesem Kran zur Verfügung. Der Kran ist auch über Teleservice einloggbar. Das heißt, auch in dieser Klasse haben wir einen Leistungsstandard eingeläutet. Wir spüren mehr und mehr, dass unsere Kunden bei Kranen auch das Data-Logging bevorzugen. Und selbst dieser 81K ist über Teleservice einsehbar. Wo sehen wir den Kran? Wir sehen den Kran bei mittleren bis größeren Bauvorhaben und im Industriebau. Und da sehen wir ganz genau die Lücke, wo dieser Kran perfekt reinpasst. Die Bauforum 24 TV Barmer Specials wurden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv